In der renommiertesten und ältesten Zeitschrift, genau genommen Fachzeitschrift, wurde eine Meta-Analyse vorgestellt zum Thema Blutdruck und dessen Risiko zu erkranken. Schaut man sich die Ergebnisse an, dann sieht man, dass pro Abnahme 10 Einheiten systolischer Blutdruck das Risiko jedes Mal um 20% sinkt, an einer kardiovaskulären Erkrankung zu erkranken. Die Konklusion der Studie mit über 613.000 Probanden beschreibt: Die Senkung des Blutdrucks verringert das Gefäßrisiko bei verschiedenen Ausgangsblutdruckwerten und Begleiterkrankungen erheblich. Doch zunächst sollten wir klären, was die beiden Blutdrücke denn bedeuten. Der systolische Blutdruck misst den Blutdruck beim Herzschlag, also wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und sauerstoffreiches Blut in die Gefäße pumpt. Der diastolische Blutdruck misst den Druck auf die Gefäße, wenn der Herzmuskel erschlafft, also gerade nicht schlägt. Der diastolische Druck ist niedriger als der systolische Druck, was logisch ist. Denn wenn das Herz nicht schlägt im diastolischen Zustand, sinkt auch der Druck auf die Gefäße. Nicht zu verwechseln mit dem Puls, denn dieser gibt an, wie oft das Herz schlägt und hat direkt nichts mit dem Blutdruck zu tun. Doch ein hoher Ruhepuls ist eher ein Indikator für eine schlechte Herz-Kreislauf-Gesundheit oder einen Nährstoffmangel, wohingegen der Blutdruck eher ein Marker ist für die Gesundheit deiner Blutgefäße und dessen Muskulatur, die sich dahinter befindet, hinter den Blutgefäßen. Dazu aber gleich mehr, denn darauf kommt es an und was das für dich bedeutet und was du tun kannst, lernst du jetzt. Wenn dir der einfache Content bis hierher gefällt, lass dir gerne eine Bewertung da, sodass noch mehr Menschen von den Tipps erfahren können. Gerne schreib mir deine neuen Videowünsche in die Kommentarleiste. Zurück zum Ruhepuls. Ist dieser sehr tief unter 60, ist das meistens ein gutes Zeichen. Denn Achtung, Merksatz: Je tiefer der Ruhepuls, desto stärker das Herz in der Regel. Denn das Herz ist ein Muskel. Ein starker Muskel leistet mit einem Herzschlag die Leistung, also wirft das Blutvolumen aus, was ein schwacher Herzmuskel mit zwei Schlägen nur schafft. Dies kann man sehr einfach beheben, wenn er zu hoch ist, also über 80 zum Beispiel oder 90. Ja? Cardio und Kraftsport in Kombination stärken das Herz, sowie ein suffizient hoher Coenzym Q10-Spiegel. Denn dies ist bei der Energiebereitstellung des Herzens ein Schlüssel. Sowie genügend Elektrolyte wie Magnesium und Kalium. Denn Natrium essen wir leider viel zu viel durch das Salz, das Kochsalz. Dadurch entziehen wir dem Körper Kalium, da es antagonistisch wirkt. Calcium kann viel besser gespeichert werden als Magnesium und wird über den Vitamin-D-Spiegel reguliert bei uns im Körper. Unsere Knochen bestehen aus Calcium und nicht aus Magnesium, ein Riesenspeicher daher. Daher ist Magnesium hier häufiger das Mangel-Erdalkalimetall als Calcium. Es sind ebenfalls Antagonisten. Doch was führt zum hohen Puls? Ein hoher Blutdruck? Richtig, dies ist proportional. Denn ist der Blutgefäßwiderstand hoch, muss das Herz ständig gegen enge Gefäße pumpen. Das ist beim hohen Blutdruck der Fall, da die Gefäße steif sind. Das führt zu Verdickung der Herzwand von innen heraus. Das nimmt dem Herzen dann aber Volumina weg, Blut in sich zu akkumulieren, das heißt in sich zu fassen, um es wieder hinauszuwerfen zu den einzelnen Organen. Merksatz: Je dicker die Herzwand, desto höher der Blutdruck, desto höher der Puls und weniger Blutvolumen fasst das Herz nur noch. Die Folge: Das Herz muss öfter schlagen, da es pro Schlag immer weniger Blut auswerfen kann durch die Verdickung. Folge: Der Puls steigt. Daher gibt es zwei verschiedene Ansätze für den systolischen Blutdruck und den diastolischen Blutdruck. Wie senkt man den systolischen Blutdruck? Wenn das Herz sich zusammenzieht, um dadurch das Blut im Inneren des Herzens durch den Körper zu pumpen, weiten sich die Arterien, was logisch ist. Das bedeutet, diese müssen Platz machen für den Blutdruck, der auf sie wirkt. Durch das Herz. Je besser sie das können, die Muskulaturen unter den Arterien, desto niedriger ist der Blutdruck. Doch wie weiten sich die Arterien, auch Vasodilatation genannt? Das passiert durch ein Gas namens Stickstoffmonoxid.
welches vor allem aus Nitrat, später Nitrit, reichen Lebensmitteln gebildet wird, zum Beispiel Rotbeete, Spinat und so weiter, oder auch durch die Aminosäure L-Arginin, die sich in proteinreichen Lebensmitteln wiederfindet. Dieses Gas veranlasst das Entspannen der Muskulatur, die hinter der Arterie liegt. Je besser die Muskulatur relaxiert, desto niedriger wird vor allem der systolische Blutdruck. Daher kann man sagen, je mehr intaktes Stickstoffmonoxid du in den Arterien hast, desto mehr kann die Muskulatur entspannt werden und desto niedriger ist der Blutdruck. Das Problem ist aber, Sauerstoffradikale puffern das Stickstoffmonoxid so, dass dieses Stickstoffmonoxid nicht die Muskulatur hinter der Arterie relaxieren kann und so der Blutdruck erhöht ist oder bleibt. Übrigens auch der Grund, wieso Raucher einen schlechteren Blutdruck haben, da sie Sauerstoffradikale förmlich einatmen. Daher brauchen wir genügend Antioxidantien, die das Stickstoffmonoxid, was ja die Muskulatur bereitstellt, vor Sauerstoffradikalen beschützt. Genau genommen, das Radikal heißt Superoxidanion. Denn daraus soll unter keinen Umständen Peroxynitrit entstehen. Denn das ist ein Zellgift. Aus dem bösen Radikal und dem guten Stickstoffmonoxid, welche unsere Arterien weitet, das möchte man auf keinen Fall. Dazu möchte ich euch eine von vielen 100 Studien zeigen zum Thema Antioxidantien und dem Blutdruck. Hier in der Studie, die doppelblind randomisiert ist, mit 80 Teilnehmern wurde Traubenkernextrakt, auch als OPC bekannt, benutzt. Die Studienteilnehmer unterschieden sich nicht statistisch signifikant. Damit waren sie gut vergleichbar für das Experiment und waren alle gesund. Diese bekamen dann für 16 Wochen ein Placebo oder das Traubenkernextrakt. Das wussten sie nicht, welches Präparat sie bekamen. Und dann wurde erneut eine Blutabgabe veranlasst, ja, um zu vergleichen vor und nach 16 Wochen Placebogabe oder OPC-Einnahme. Man sieht hier eindrücklich, dass der Blutdruck in der Placebo-Gruppe, die die ersten darstellen, nicht viel passiert ist. In der OPC-Gruppe aber sehr wohl signifikant der systolische Blutdruck gesunken ist. Und wie sieht es mit dem diastolischen Wert aus? Auch dieser ist signifikant gesunken in der OPC-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe nach 16 Wochen. Das gilt ebenfalls für viele Antioxidantien, zum Beispiel hier nochmal das Astaxanthin, in einer randomisierten placebo-kontrollierten Studie mit 40 Teilnehmern. Nur in der Astaxanthin-Gruppe ist der Blutdruck gesunken, nicht in der Placebo-Gruppe und das Ganze statistisch signifikant. Ich kann euch gerne mal die 5 stärksten Antioxidantien unten verlinken. Weiter zum diastolischen Blutdruck. Der diastolische Blutdruck ist jener, wie wir vorhin gelernt haben, wenn das Herz nicht schlägt. Hierbei wird sich die Muskulatur hinter der Arterie nicht entspannen, da kein Druck herrscht, ja, durch den Herzschlag auf sie quasi, sondern anspannen ist hier an der Tagesordnung. Dafür benötigt man eine trainierte Muskulatur hinter der Arterie. Daher ist es von Vorteil, wenn der systolische Blutdruck, der angibt, wie weit der Druck noch da ist, auf die Arterienwand, wenn das Herz schlägt und die Fähigkeit abgefragt wird, wie weit die Arterienwand sich entspannen kann. Und der diastolische Blutdruck, ja, der dann dafür da ist, wenn das Herz nicht schlägt, da muss die Muskulatur sich anspannen, da sie den Druck aufrechterhalten möchte. Ja? Das heißt, wenn die beiden Werte systolisch und diastolisch sehr nah beieinander sind, das heißt der systolische Wert, die Muskulatur sich sehr gut entspannen kann, und der diastolische Wert, ja, sehr nah an dem systolischen Wert ist, das heißt, dass die Muskulatur sich sehr auch anspannen kann gleichzeitig, wenn mal kein Druck auf sie herrscht, um den Druck aufrecht zu erhalten in der Arterie, ja, ist das sehr, sehr, sehr gut, wenn systolisch, wie ich wiederhole, und diastolisch sehr nahe beieinander liegen. Dann hast du eine sehr gut trainierte Arterienwandmuskulatur. Ebenfalls ist Kalium sehr wichtig, da es ein Elektrolyt ist und für die Herz-, Nerven- und Muskelfunktion entscheidend ist.
Nur, dass Menschen zu viel Natrium über Kochsalz aufnehmen und so das Kalium als Antagonist verdrängt wird. Daher sollten pflanzliche Lebensmittel nicht nur eine Nebenrolle bei dir spielen, sondern die Hauptrolle. Denn Meta-Analysen zeigen eine blutdrucksenkende Trend durch Kalium. Ich nutze hier Kokoswasserpulver, da ich einen sehr hohen Bedarf an Kalium habe, den ich nicht suffizient über meine Nahrung decken kann. Dieses ist extrem hoch bioverfügbar und wirkt bei mir persönlich am allerbesten. Genauso wie Schlaf, denn dieser senkt auch die Stresshormone. Guter Schlaf senkt ebenfalls den Blutdruck. Dieser wird besonders durch ein dunkles oder sehr dunkles Zimmer positiv beeinflusst und genügend Magnesium, welches zu Muskelrelaxation führt. So, nun aber zurück zum Muskeltraining und der Arterie. Auch dazu gibt es eine Meta-Analyse aus 15 randomisierten Menschenstudien, die klar zeigen, dass Ausdauertraining besser geeignet ist als Krafttraining zur Reduktion des Blutdrucks. Zusammenfassung: Der Puls beschreibt in den meisten Fällen die Kraft des Herzens. Je tiefer der Puls, desto stärker ist das Herz pro Schlag, ausgenommen hier die Herzinsuffizienz. Der Blutdruck wird maßgeblich durch die Muskulatur hinter der Arterie beeinflusst. Diese Muskeln müssen sich relaxieren können. Dies passiert durch Stickstoffmonoxid, welches aber anfällig ist für Sauerstoffradikale. In Goldstandard-Studien konnte gezeigt werden, dass Antioxidantien die Sauerstoffradikalkonzentration beeinflussen. Auch der Blutdruck gleichzeitig gesenkt wurde. Ausdauersport führt zu einem deutlich besseren Effekt auf den Blutdruck als Kraftstoff. Als Kraftsport. Ausdauersport führt zu einem deutlich besseren Effekt auf deinen Blutdruck als Kraftsport laut Studien. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag tschüss.